Und da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe der BAFT-Show. Heute mit World of Warcraft, Star Wars ist dabei, World of Tanks ist dabei und in Neverwinter schauen wir auch mal wieder rein. Bevor es dazu geht, gibt es aber mal wieder den News-Überblick. In der vergangenen Woche kaufte Activision Blizzard eigene Firmenanteile vom französischen Medienriesen Vivendi im Wert von mehr als 8 Milliarden US-Dollar zurück. Mit dem Abschluss der Transaktion ist Activision Blizzard endlich wieder ein unabhängiges Unternehmen, auch wenn Vivendi und andere Investoren noch etwa ein Viertel der Anteile halten. Kurz zuvor hatte Vivendi von Activision Blizzard eine Dividende von fast 3 Milliarden US-Dollar eingefordert, da das französische Unternehmen seit Jahren überschuldet ist. Daher scheinen nun beide Seiten glücklich zu sein. Vivendi machte einen wichtigen Schritt in Richtung Schuldenfreiheit, während Activision Blizzard wieder Herr im eigenen Hause ist. Im für 2014 angekündigten MMORPG The Elder Scrolls Online treffen eure Helden auf allerlei fiese Kreaturen. Wie zum Beispiel die Skampen, die trotz ihrer geringen Größe formidable Gegner sind. Sie sind nicht nur zahlreich in der Fantasy-Welt Tamriel vertreten, sie verfügen auch über scharfe Klauen und beherrschen die Kunst der Magie. In einem kurzen Video stellt der Entwickler Zenimax Online Studios nun die spitzohrigen Kreaturen vor. Kündigt Blizzard auf der Gamescom etwa die erste Erweiterung für Diablo 3 an? Das vermuten jedenfalls zahlreiche Fans, nachdem die Kalifornier per Pressemitteilung kundgaben, dass zur diesjährigen Spielemesse eine besondere Pressekonferenz stattfindet. Wörtlich hieß es: Wir planen eine spezielle Ankündigung, die für Aufruhr sorgen könnte in den hohen Himmeln, den brennenden Höllen und anderen düsteren Orten. Na, wenn das nicht nach Diablo klingt. Die Gerüchte verdichteten sich zudem, als Nick Carpenter, Vice President des Art and Cinematic Developments bei Blizzard, via Twitter mitteilte, sein Team habe ein neues Cinematic-Video fertiggestellt. Von den News kommen wir jetzt zu World of Warcraft und da wird's kulinarisch, denn auf den Testservern zu WoW Patch 5.4 ist jetzt eine neue Questreihe spielbar für alle Köche. Wenn ihr eure Kochkünste auf Nudeln spezialisiert, dann sollte das neue Feature in Patch 5.4 voll was für euch sein. Das ist nämlich ein ziemlich cooles Gimmick für Köche, wo man unter anderem auch zum eigenen NPC-Koch werden kann, mehr oder weniger. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Diverse Dataminer haben in den Daten zu WoW Patch 5.4 ja Nudelwagen gefunden. Und dazu gibt es jetzt auch eine Questreihe auf dem Testserver zum Patch. Und da kann man die Quest beginnen. Lang vergessene Nudelgeheimnisse. Und zwar findet man das bei der kaputtgestürzten Brücke auf der zeitlosen Insel. Das ist ja eine ganz schön ausgenudelte Questreihe dann. Ja. Ja, fängt natürlich auf der zeitlosen Insel an, wie so vieles mit Patch 5.4. Ja. Und was sollst du hier jetzt machen? Ich sollte diese geisterhafte Dame aufsuchen, die wohnt in einem alten Dorf auf der zeitlosen Insel und die sagte, sie hat ihr Rezept verloren, beziehungsweise ein Familienrezept für die Nudelsuppe und sie erinnert sich aber daran, ihr Vater hätte da das aufgeschrieben für jemanden, der im Tempel der Jadeschlange wohnt und deswegen sollen wir hier erstmal das Schar des Elends besiegen, des Zweifels. Ja, es in zwei ja, alte Instanzen ist ein bisschen viel gesagt, sind Mists of Pandaria-Instanzen, aber die beiden Anfangsinstanzen, in die muss man im Zuge der Questreihe nochmal rein. Ja. Ist also so ein kleiner Anreiz, auch mal wieder in einen Fünfer-Dungeon zu gehen. Denn wenn man hier den Tempel der Jadeschlange eigentlich durchgespielt hat, gibt es einen extra Boss. Den beschwört man hier durch das Lesen dieser Schriftrolle, die eben zu der Questreihe gehört. Ja, es wird so befürchtet, durch die Korruption des Schars ist auch das Rezept korrumpiert. Und wenn man das anklickt, dann kommt der Geist von Lin Dagu herbei, quasi einer der Vorfahren, und der muss besiegt werden. Was auf dem Testserver momentan nicht ganz so leicht ist, ihr seht das vielleicht oben in der Buffleiste, wir sind von unseren Items her runterskaliert. Wenn man da einmal von der Fähigkeit getroffen wird, dann beißt man gut ins Gras. Auf dem Live-Server sollte das Ganze aber ein bisschen harmloser sein. Ja, man war runterskaliert auf 372, deshalb ging der Boss jetzt zu zweit nicht mehr, im Gegensatz zum Rest der Instanz. Zu dritt haben wir es aber sogar mit der Skalierung geschafft. Also ich gehe davon aus, auf dem Live-Server, viele Klassen kriegen den Boss vielleicht sogar solo hin, aber mindestens zu zweit sollte das machbar sein, wenn man keine komplette Gruppe findet. Ja. Der Kampf an sich ist gar nicht mal so ohne, eben weil relativ viel Schaden rumgeht, wobei das eben auch auf dem Testserver ein bisschen krasser war, als es auf dem Live-Server vermutlich ist. An sich ist es ein Kampf voller Steh nicht in blöden Dingen. Ja,
Definitiv. Man sieht ja diese Schüsseln rumwirbeln, von denen will man möglichst nicht getroffen werden. Die Brüheflecken sollen das, glaube ich, sein auf dem Boden, da will man natürlich auch nicht drinstehen. Das, was so ein bisschen wie Spinnennetze aussieht, sind eigentlich Nudelhaufen. Ja. Durch die möchte man auch nicht durchlaufen. Die verlangsamen nämlich. Zudem wirkt der Gute, oder er spuckt mit Suppe vor sich, oder mit Brühe ist es, glaube ich. Ja, und das tut ganz schön weh. In eine Richtung, und von der will man sich möglichst auch nicht treffen lassen da jetzt gerade. Aber wenn man dem allen ausweichen kann, dann ist es eigentlich nicht so schwer. Ja, nicht so schön stehen bleiben in der Flugbahn der Nudelschüssen, so wie ich, sondern einfach rauslaufen und dann geht das alles. Wie gesagt, auf dem Live-Server sollte das eigentlich ein Klack sein. Nur wir hatten da ein paar Schwierigkeiten. Voll durch Nudeln gelaufen. Ja, ich wollte mal zeigen, wie das so ist, wenn man dann langsamer unterwegs ist und eventuell eine Schüssel nicht mehr ausweichen kann. So, dann haben wir den besiegt. Und finden bei ihm dann auch diese Schriftrolle, beziehungsweise werden dann losgeschickt nach Halbhügel im Tal der Vier Winde zu Sungshin Eisentatz. Die kennt man ja für die, also beziehungsweise bei ihr kann man relativ viele Kochutensilien kaufen. Und die, es heißt, die könne die alte Schriftrolle übersetzen. Und deswegen haben wir uns dann auch gleich mal auf den Weg gemacht und besuchen die gute Dame, die ist voll aus dem Häuschen vor Freude und sagt, ja, super geil, lange vergessene Nudelgeheimnisse. Bevor wir da aber irgendwie was kochen können oder sowas, brauchen wir erstmal Mehl. Und dafür werden wir dann im Tal der Vier Winde in die Kornkammer geschickt. Das ist nämlich ein ganz besonders lustiges Questchen, wie ich finde. Man muss nämlich Mehl sammeln. Ganz nettes Minispiel. Die Korndiebe oder die Mehldiebe, die ja da ohnehin schon rumliefen, die werfen hier die... Ist das Mehl tatsächlich dann? Das ist Getreide. Die, also ja, das, man braucht ja für Nudeln ein bisschen Getreide von den Dächern. Das kann man dann auffangen, wenn man das Quest-Item hat. Und man sieht zwar nichts mehr, aber... Nee, es sieht sehr drollig aus, ja. Bringt das dann hier zu diesem Wagen, der ein bisschen weiter entfernt steht. Keine besonders schwere Quest, aber ganz nett gemacht, eben auch durch die grafische Darstellung. Sieht ganz putzig aus. Ich finde, es ist ja ganz hilfreich, wenn jemand dabei ist, der einen schneller machen kann, denn das Tragen der schweren Säcke verlangsamt den Charakter auch. Und ihr seht, das haben wir gerade erfolgreich erledigt. Und zur Belohnung gibt es das erste Rezept von dreien innerhalb dieser Questreihe, nämlich für den großen Nudelwagen. Und damit können wir dann unseren ersten Nudelwagen bauen. Den zeigen wir euch dann später mal, wie das aussieht und wie das Ganze funktioniert. Als nächstes müssen wir nämlich in die Brauerei Sturmbräu und von den Bierelementaren Schlucke von Gebräu sammeln. Und da es ungefähr in der gesamten Instanz so 22 Bierelementare gibt und man 20 Schlucke sammeln muss, muss man schon damit rechnen, bis zum Endboss spielen zu müssen. Ja, da gibt es keinen Spezialboss wie im Tempel der Jadeschlange, aber eben auch da muss man dann nochmal rein, wenn man das machen will. Ist aber natürlich auch relativ schnell und einfach gemacht, weil das auch im normalen Modus funktioniert. Ja, den nächsten Besuch bei Sungshin haben wir mal übersprungen, denn als nächstes für das nächste Rezept müssen wir Schildkrötenfleisch sammeln, nämlich fettiges Schildkrötensteak von den Schildkröten auf der zeitlosen Insel. Ich empfehle da, die kleinen Schildkröten zu nehmen. Die wirbeln nämlich nicht so bescheuert durch die Gegend wie die großen. Und der Wirbel, der macht relativ viel Schaden. Ja, außer man ist natürlich sowieso in einer Gruppe auf der Insel unterwegs, dann kann man sicherlich auch die etwas stärkeren nehmen. Ja. Aber wer es alleine macht, hält sich an die kleinen. Ihr seht schon, für diese Wagen braucht man einiges an Zutaten, so vorgekochtes Zeug. Wir haben gerade die zweite Variante gemacht mit ich glaube 275 Punkte auf ein bestimmtes Attribut sind es dann, die man bekommt, wenn man eine Nudelsuppe isst aus dem Wagen. Bevor wir euch den auch zeigen, zeigen wir noch das quasi Finale dieser Questreihe. Denn innerhalb eines Szenarios, ein Solo-Szenario für Köche, dürfen wir beweisen, wie gut wir Suppe kochen. Ja, das ist ein ganz lustiges Szenario. Eins, das tatsächlich mal so eine echte Minispielmechanik auch selber mit drin hat, würde ich ja gerne noch viel mehr von sehen. Ja. Ich glaube, da gerade dafür eignen sich Szenarien wunderbar. Hier gibt es jetzt tatsächlich mal eins von Köche, wo man ganz viele Gäste bewirten darf. Da kommt schon der Erste. Dem muss man dann erstmal einen Platz zuweisen, weil der möchte ja irgendwo sitzen. Ja. Du hast jetzt, glaube ich, leider vergessen, den Mauscursor im Video aufzunehmen. Deshalb sieht man es jetzt nicht ganz so gut, aber das funktioniert alles über simple Mausklickbefehle. Gast auswählen, Tisch auswählen. Und dann möchte der Gute, oder in dem Fall eher die Gute, natürlich auch noch was zu essen haben.
Ja, es gibt unterschiedliche Arten von Gästen. Das ist quasi der Standardgast. Ihr seht da auch so einen Timer über dem Kopf des Gastes. Das heißt, er bleibt dann noch so lange sitzen. Und wenn ihr ihn bis dahin nicht beliefert habt, dann ist natürlich Essig. Dann rennt er weg und es ist nicht so erfolgreich gelaufen. Also in deiner Bedienungsart würde ich aber nochmal arbeiten. Den Leuten einfach so die Suppe ins Gesicht werfen. Das ist ein bisschen komisch. Es gibt dann noch andere Gäste, einmal die, die es eilig haben, die sollte man relativ schnell dann bedienen, weil die natürlich auch relativ schnell dann wieder verschwinden. Und dann die extra Hungrigen, die wollen gleich zwei Töpfe Suppe haben. Die sind aber allerdings dann auch ein bisschen geduldiger, bleiben dann auch ein bisschen länger sitzen. Das heißt, ich glaube, da links in dem hübschen türkisfarbenen Dress, das sind die Hungrigen, die haben dann auch dieses rote Symbol wie der Herr da hinten. Vorne am Kopf und die Schnellen, die haben dann halt so ein Schuhsymbol in der Buffleiste. Ja, das ganz Coole daran ist, es ist kein einmaliges Szenario, das man macht und dann ist es weg, sondern das kann man täglich, glaube ich, war es täglich? Ja, also zumindest ist es eine tägliche Quest, das sieht man gleich, ja. Wenn wir hier die Quest abgegeben haben, da gibt es plötzlich ein blaues Ausrufezeichen und dann kann man eine Schicht am Nudelstand übernehmen. Ja. Für eine Eisentatzenmarke. Wie man sieht, eine Kochmarke, also auch neben den Tagesquests nochmal eine Möglichkeit, da was zu bekommen. Relativ schnell gemacht, ganz unterhaltsam. Und so sieht es dann aus, wenn man einen Nudelwagen aufstellt. Das ja. relativ coole daran ist, der funktioniert eben nicht wie die bekannten Tische oder Buffets oder was man so alles aufbauen kann, wo sich einfach jeder was nimmt, sondern man selber gehört zum Inventar dazu, mehr oder weniger. Man, weil der Charakter tatsächlich was verkauft. Ja. Das mit Verkaufen hat noch nicht so ganz funktioniert. Ich habe zumindest nichts eingenommen, nachdem du was gekauft hast. Soll man ja vielleicht auch nicht. Ich glaube doch, weil schließlich gibt ja der Held, der sich da an dem Wagen bedient, Geld aus, die wir auch gleich sehen. So sieht es dann aus, wenn man der Käufer ist. Was auch ganz nett ist, man kann da tatsächlich so einen Verkaufsdialog starten oder zumindest Leute zu sich ranrufen. Ja, hey, Dialog hier, guck doch mal, was es hier gibt. Und man sieht, den Wagen selber kann man nicht anklicken, sondern man klickt dann tatsächlich den Charakter an und dann kann man hier für 3 Gold und ein paar Zerquetschte in dem Fall dann tatsächlich die Suppe kaufen. Ja. Funktioniert dann, sobald man sie mal hat, wie eine normale Speise. Man isst die dann und dann ist sie weg. Hat gegenüber den Buffets, die man aufstellen kann, natürlich den Vorteil, dass man es nicht direkt da isst, sondern es erstmal mitnehmen kann. Ja, bis zu 5 Stück. Das ist übrigens jetzt der große Nudelwagen und danach seht ihr noch den großen Nudelwagen Deluxe und dann gibt es natürlich noch eine größere Variante. Das hier sind jetzt die für mit 10 Portionen, dann einmal mit 250 Attributen plus, einmal mit 275, einmal dann am Ende mit 300. Und schauen wir mal, ob das mit dem Geld einnehmen noch funktionieren wird. Vergangene Woche war ja ein ganz besonderes Wochenende für alle Star Wars Fans. Da fand nämlich hier in Deutschland in Essen die Star Wars Celebration statt. Eine richtig große Convention rund um Star Wars und auch die größten Fans hier aus dem Verlag waren da. Und da zeigen wir euch jetzt mal ein kleines Best-of-Video, was es da so alles zu erleben und zu sehen gab. Hi there, my name's Tim Rose. I played in Return of the Jedi 3 characters. I played Admiral Ackbar, Salacious Crumb, and Sice Noodles. And believe me, it's a trap! Das war die Star Wars Celebration 6 in Essen und überhaupt die erste Star Wars Celebration überhaupt auf deutschem Boden. Denn die Celebration ist nicht irgendein Fanfest, es ist das Fanfest von Lucasfilm. Naja, mittlerweile muss man auch sagen von Disney. Und deswegen sind dort allerlei Offizielle anwesend gewesen. Nicht nur die schicken Cosplayer in ihren tollen Kostümen und auch jede Menge Stände, wo man sich mit Spielzeug und anderen Star Wars Devotionalien eindecken konnte. Nein, es war auch einige Schauspieler vor Ort. Und zwar nicht nur die ganz kleinen, so wie jetzt Kenny Baker, der im R2-D2 gesessen hat, sondern auch ganz große wie Mark Hamill alias Luke Skywalker oder Carrie Fisher. Das war nämlich Prinzessin Leia. Dazu kommen wir aber später nochmal und da gibt es dann auch mehr. Wenn das nicht das sexyste Leia-Cosplay auf dieser Veranstaltung ist, wie kam es zur Kostümwahl? Einfach nur Jux und Dollerei. Ich hatte Spaß dran. Ich habe schon eine Menge sozusagen Genderband-Versionen hier gesehen. Ist das gerade so ein Trend? Eigentlich nicht, nö. Aber naja, der Spaßfaktor zählt, oder? War es schwer, das Kleid in einer Männergröße zu bekommen? Oh ja. Das ist jetzt eigentlich für Frauen, das ist die größte Größe, die man besorgen kann. XL. Es kneift etwas, aber sonst...
Und warm ist es. Ich kann mich daran erinnern, dass Aura Singh das letzte Mal Brüste hat, als ich sie sah. Jeder hat doch einen Vater. Du bist Aura Singhs Daddy? Ja. Du hast sie ins Kopfgeldjägergeschäft eingeführt? Genau, sie trat in Daddys Fußstapfen. Okay, ziemlich gruselig. Hast du das alles selbst gemacht? Oh ja. Ich liebe die Details mit dem Bart. Oh, danke. Wenn Aura einen Pferdeschwanz hat, was hat dann wohl ihr Daddy? Daddy hat den Kinnbart. Daddy has a goatee. I'm glad it's the goatee. Neben den ganzen Amateurdarstellern gab es auch ein paar professionelle Schauspieler zu sehen, und zwar auch die Nebendarsteller aus Jabba's Palace etwa. Mairi hat einen von ihnen interviewt. Harrison Ford wurde schon 1000 Mal gefragt, aber sicherlich hat noch nie jemand dich gefragt. Wer hat zuerst geschossen? Ich habe das T-Shirt. Da steht drauf, Han hat zuerst geschossen. Es muss also wahr sein. Ich habe das T-Shirt. Wir waren so nah beieinander. Ich hätte ihn unmöglich verfehlen können. Ist das nicht ziemlich unfair? Die erfinden das im Nachhinein, dass du der Böse sein musst, weil du das Alien warst? Hey, ich war nur ein einfacher kleiner Kopfgeldjäger bei seinem allerersten Job. Auf nahe Distanz habe ich damals schon an der Attentäter-Uni versagt. Ich hätte einen Schuss auf weite Distanz hinbekommen. Das wäre gut gegangen. Als Scharfschütze auf einem grasbewachsenen Hügel hätte ich ihn erwischt. Und wenn ich ihn umgelegt hätte, wäre ich mit Prinzessin Leia durchgebrannt und hätte Darth Vader geschlagen. Das ganze Universum wäre Greedo zu Füßen gelegen. Und das alles nur, weil es auf Tatooine keine guten Scharfschützenpositionen auf grasbewachsenen Hügeln gibt? Genau, die gibt's nicht. Dafür gibt's viele Kneipen. Okay. Thank you very much. So viel zu Greedo und seiner Seite der Geschichte. Was aber noch viel spannender war, das ist das, was auf den Showpanels passierte. Dort gab es unter anderem einen Kostümwettbewerb, der wirklich super besucht war und ganz fantastische Kostüme gezeigt wurden von Fans. Gerade haben wir C3PO gesehen. Das war auch einer für mich der Sieger dieses Wettbewerbs, denn der Mann, der dahinter steckt, hat mit einer Gruppe zusammen praktisch das Filmkostüm 1:1 neu aufgelegt. Fantastisch. Und darauf haben natürlich alle Fans gewartet. Eine der drei Hauptdarstellerinnen der originalen Star Wars Trilogie, Carrie Fisher alias Prinzessin Leia. Natürlich ein bisschen gealtert, denn 30 Jahre, das ist schon eine lange Zeit. Allerdings wurde immer nachgesagt, dass sie sich aufgrund, sag ich mal, interessanter Substanzen ein bisschen schneller gealtert sei als ihre Kollegen. Aber ich fand, auf der Bühne machte sie eine gute Figur, auch wenn sie etwas zynisch war, aber durchaus amüsant. Zumal ihr Haustier, das sie mitgebracht hat, irgendwie einen rasenden Appetit auf Ewoks verspürte. Das hat Warwick Davis, dem Moderator, selbstverständlich nicht gefallen, denn der hat in Rückkehr der Jedi-Ritter nämlich den kleinen Ewok Wicket gespielt. Das heißt, Carrie und Warwick kennen sich sehr gut, denn das war ja die große Szene, die sie beide zusammen hatten, nachdem sie vom Speederbike gefallen war und bewusstlos auf Endor im Wald lag. Er hat seinen eigenen Stand, er gibt auch Autogramme. Er ist ein berühmter Hund. Ich arbeite an seinem Ruhm. In Rückkehr der Jedi-Ritter, das war übrigens die erste Rolle von Warwick Davis. Er war damals zarte 11 Jahre alt, selbst ein großer Fan des Star Wars Franchise. Das hat er mehrfach betont, eigentlich das ganze Wochenende lang. Und für ihn war es damals eine große Ehre, dort mitspielen zu können, denn es war eigentlich mehr zufällig. Denn ich glaube, Kenny Baker war ursprünglich für seine Rolle geplant. Der konnte allerdings das nicht wahrnehmen. Bei ihr sein heißt, wir waren mit gefühlten 10.000 anderen Leuten in der Halle. Also in einem ganz intim, freundschaftlichen Kreis gewissermaßen. Aber man muss sagen, die Frau ist einfach witzig. Ein bisschen zynisch, aber vor allem witzig.
und sehr anzüglich und ein bisschen verpeilt, aber sie hat auch einen coolen Hund, den sie einfach mal mit auf die Bühne nimmt. Der hat auf jeden Fall nochmal eine Show geliefert. Er hat Ewoks gefressen. Naja, Mari, was hast du eigentlich da gekauft? Ist das vielleicht ein Leia-Sklavenkostüm? Nein, auch wenn da Dutzende hiervon rumlaufen, man ist nicht verpflichtet, wenn man als Frau eine Convention besucht, sich als Slave Leia zu verkleiden. Das ist tatsächlich ein Dagobah-Playset. Wir müssen natürlich hier auch shoppen und hier gibt es großartige Vintage-Händler, die auch unbedingt so großartige Leia-Figuren haben, von denen ich aber sagen muss, Carrie Fisher hat nie so ausgesehen, egal wann und in welchem Zustand. Das stimmt allerdings. Aber man muss sagen, die neueren Figuren sind schon ein bisschen originalgetreuer, aber es geht ja um den Stil und man will ja diese Vintage-Klamotten von Arno Tuck haben. Was sie hier auch machen bei fast allen Panels mit den Schauspielern ist, ich weiß nicht, ob es fremdschämig oder einfach nur großartig unterhaltsam ist, sie stellen Szenen nochmal nach. Tendenziell eher das Zweite. Es ist wirklich witzig, weil es ist ja Improvisationstheater, das muss man mal so sehen. Und es ist, glaube ich, selten, dass man sieht, wie Carrie Fisher sich erstmal auf dem Boden schlafen legt oder wie Ian McDiarmid versucht, mit, was ist er jetzt, 60, noch irgendwelche Stunts zu machen. Großartig. Auf jeden Fall Respekt. Und vor allem Carrie Fisher, wie sie sich schutzsuchend hinter das Sofa wirft, zusammen mit Warwick Davis. Der Glückliche. Now I do that. Hang on a minute. Das ist übrigens eine der Szenen, die nachgestellt wurde, diesmal mit Yoda. Warwick Davis durfte ihn diesmal darstellen, es war also keine CGI-Figur. Zusammen mit Ian McDiarmid, dem großartigen Schauspieler, der den Imperator in allen 4 Episoden, also 1, 2 und 3 und Episode 6 gespielt hat. Das wird man immer wieder gefragt, wie, das ist derselbe Typ? Der muss doch wahnsinnig alt geworden sein. Ja, gewissermaßen schon, sagen wir es mal nur so. In Episode 6 war er damals nur viel jünger und unter der Maske. Das ist ziemlich gruselig. Ja, das macht sogar mir eine Scheißangst. Und jetzt liege ich hier eine Weile. Du weißt nicht, ob ich noch lebe. Dann werfe ich dich zurück. Okay, das habe ich nicht gemacht. Yes! Das war die 2013er Neuauflage des Stunts, wie Ian McDiarmid bzw. Imperator Darth Sidious quer durch den Raum seines Regierungssitzes fliegt. Nicht ganz so gelenk, aber es hatte durchaus Stil. Und ich glaube, Ian McDiarmid mag Ewoks auch nicht. Luke dreht sich zu Han Solo hin um und sagt Folgendes. Und das wird auf ewig in meiner Erinnerung eingeprägt sein. Aber wir können jetzt nicht zurück. Furcht ist ihre mächtigste Verteidigung. Ich bezweifle, dass die tatsächlichen Sicherheitsmaßnahmen besser sind als die, welche sie auf Aguile oder Salast hätten. Und das, was sie da haben, wird höchstwahrscheinlich auf einen groß angelegten Angriff ausgelegt sein. Wer redet so? Mark Hamill alias Luke Skywalker weiß nach über 36 Jahren immer noch, was er damals beim Test-Screening alles so zu sagen hatte. Das finde ich sehr beeindruckend. Auch sonst wusste er immer noch über seine Rolle sehr gut Bescheid, denn es wurden auch kleine Quizzes abgehalten, in denen sich die Haupt- und Nebendarsteller beweisen mussten. Übrigens zur Information, Mark Hamill hatte nicht nur die volle Punktzahl von 10, sondern hatte sogar noch einen Bonuspunkt abgeräumt. Damit lag er bei 11 Punkten und damit deutlich vor seinen Konkurrenten. Wer die Dame noch nicht kann, das ist Kathleen Kennedy, die neue Chefin von Lucasfilm. Naja, sie ist bisher noch nicht so in den Vordergrund getreten, zumindest für Nicht-Star-Wars-Fans. Aber sie ist eine bekannte Größe in Hollywood, denn seit über 30 Jahren produziert sie schon einen Hollywood-Blockbuster nach dem nächsten. Gerade im Panel von Kathleen Kennedy, der Chefin von Lucasfilm, eine Frau in einem Männerjob. Ich finde sie ziemlich großartig, sehr charmant. Und natürlich wollten alle was über Episode 7 wissen, obwohl sie eigentlich nichts drüber sagen durfte. Ja, und dafür hat sie doch erstaunlicherweise relativ viel darüber verraten. Also zum Beispiel, dass sie sich mit J.J. Abrams ja praktisch täglich trifft und neue Dinge, sag ich mal, ausdenkt, die auch sehr fantastisch sein sollen. Und eine, naja, kleine Bombe haben sie ja zum Schluss nochmal platzen lassen. Das war natürlich vorbereitet, als Warwick Davis fragte, ob sie nicht noch ein bisschen was verraten kann. Und da hat sie dann bestätigt, dass John Williams, der bekannte Komponist, auch den Soundtrack für Episode 7 komponieren wird.
Wir haben schon ungewöhnliches Prinzessinnen-Cosplay gesehen auf der Celebration, aber das ist das Leckerste. Ja, danke schön. War eigentlich so eine Last-Minute-Idee von vorgestern Abend. Ich brauchte dringend Kostüme, aber die waren alle zu teuer und dann bin ich zum Bäcker und dachte, hol mir die Frisur. Aha, wie teuer kommt das, diese Version? Also die Schnecken waren im Angebot. Ich habe überlegt, ob ich da einen Deal mit dem Bäcker machen soll, dass ich ein bisschen Werbung mache, aber deswegen bin ich leise. Also 1,20 das Stück. Das Ding habe ich von meiner Freundin, das Kleidchen auch und ja, fertig. Das Ganze hat mich, ja, 2,40 gekostet. Wie war die Celebration insgesamt für Carrie Fisher Stunt-Double? Das war der Nerd-Himmel überhaupt. Super, hammergeil. Bisschen teuer vielleicht, aber sonst war das schon gut. Keine Autogramme geholt für 120 Euro? Ja, das ist ein bisschen, ich finde das so ein bisschen ernüchternd. Ich habe mich gerade so ein bisschen hingestellt und so ein paar Leute haben auch drüber gelacht von den Schauspielern. Dann zum Beispiel der von R2D2, Dankeschön. Die fanden das witzig, aber Carrie Fisher hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Das hätte ich dann gerne noch ein Foto zusammen gemacht. Aber irgendwie sind die Leute da sehr streng und haben mich dann ganz doll gebeten zu gehen. Die Celebration ist zu Ende, alles wird aufgeräumt, die Leute gehen heim. Es war verdammt cool, es war anstrengend, es war auch nicht ganz billig, aber ich hoffe, wir haben euch ein paar der Highlights dieser Veranstaltung nach Hause bringen können. Tschüss und bis zum nächsten Mal.